Hoser Leute, willkommen zu einem neuen Part von Castlevania Lords of Shadow 2 mit mir Level 4, ja. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen für quasi das Finale und eigentlich die ganzen letzten Parts, die ich rausgebracht habe. Je länger der Part wurde, desto mehr Probleme gab es wieder mit dem Sound. Ich weiß nicht, warum das der Fall ist. Ich benutze immer so ein bisschen Audio Cleaning, damit das Rauschen von meinem Mikro ein bisschen wegkommt. Wahrscheinlich kommt es deswegen ein bisschen rein. Ich musste ein bisschen aufpassen. Wenn es nochmal vorkommt, dann muss ich das Ganze nochmal rendern. Okay, aber wir sind jetzt endlich dabei, mit dem zuerst Inhalt zu beginnen. Nämlich hier originaler Dracula. Spiel das Hauptspiel. Revelations. Die herunterladbaren Offenbarungen werden gestartet. Klingt das scheiße? Originaler Dracula klingt auch scheiße. Also wer hat denn das übersetzt? Naja gut. Fangen wir jetzt mit dem DLC Revelations an. Ja, ist in Ordnung. Ja. Okay, anscheinend. Oh. Trevor. ich darf jetzt wieder alles wieder einstellen. Schön. Wenn zwei Monate auf dem Bildschirm erscheinen, so sehe ich jetzt nichts. Mehr, okay. Ich weiß nicht, wie das bei euch auf dem Bildschirm ist. Da kann es wieder anders sein. Ach, ehrlich, ich muss das alles wieder einstellen. Da hoch. Gibt es irgendwas noch höher? Okay. So, jetzt dürfte ich aber eigentlich nochmal die Musik nochmal leiser machen. Wir machen, wie gesagt, wieder Kreatur der Nacht. Ich darf Sound wieder leiser machen. Toll. Ist das toll. Oh, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Passt aber eigentlich. So. Blablabla. Bla, bla. So, ich darf erstmal wieder schön den Sound einstellen, aber ich habe erstmal die Fresse, weil. Intro. Then do it. This is the Crusader. If your heart is pierced by this weapon, you will fall into a deep sleep. It will not kill you. But you would lose all your powers and would not be able to resurrect it until the moon. I will be too weak. This is not the true death you desire. But Satan will think you dead. Centuries will pass and his acolytes will start to prepare for his return. At the appropriate time, I will remove the sword. It's done. Father will awake in a few hours. It will not take long for Zobek to feel his presence and send his lieutenant. I am ready. Now it's your turn. Ich? You must come with me to the castle now! What is it? The castle senses the danger. It has ordered its servants to put the void and chaos relics out of your father's reach. Without those weapons, he will be trapped in the castle forever. You must restore the weapons to where your father can find them. I understand that he must make this journey of redemption of his own free will. But if we don't help him now, he is lost. We are all lost. I understand, Mother. Take me to the castle. Das erste, was ich mache, ist erstmal den Sound runterdrehen. Audio, ja, viel zu laut. So habe ich es nämlich beim alten eingestellt, so ungefähr. Kann sein, dass es zu leise ist.
Ich spiele erstmal damit eine Runde und dann gucke ich mal danach, ob es auch so passt. So. Ansonsten alles soweit in Ordnung. Ohne QTE spielen. Genau, ich möchte mit QTE spielen. Ansonsten alles fantastisch. Okay. Jetzt speichert. Und dann fangen wir mal richtig an. So, hier waren wir übrigens mal. Das ist nämlich dieses Horn, wo wir damals als Dracula... Wo wir als Dracula reingeblasen haben. So, mal gucken, was haben wir so für Angriffe. Ja, das schöne Schwert greift an. Okay. Jetzt die Y-Angriffe, die sind ein bisschen... Ist das ein Unterschied? Kaum, würde ich fast behaupten. Okay. Ja... Okay, und... Okay. Also wir haben noch nicht so viele tolle Sachen. Oh, wir haben aber schon die Chaos-Energie und so ein Kram. Chaos-Nicht-Energie. Wenn ich ein Glieder muss, Wolke... Okay. Mhm. Ja, ja, ich habe schon kapiert. Ja, ich habe kapiert. Ja, ich habe kapiert. Okay. Warte mal, so. Ah, okay. Verstehe. Komme ich auch wieder zurück? Ich wollte eigentlich da noch was gucken. Na gut. Auf jeden Fall, wir dürfen jetzt die Relikte an Orte verstecken, die Dracula finden kann. Hüpf. Oh, hüpf. Oh, hüpfen. Nee, dahin. Auf jeden Fall, da ist ja was. Ich sehe das doch. Dann sagt nicht, ich hätte da noch hingehen können. Nein, ich will wieder zurück. Ich kann wieder zurück, alles klar. Hier, ne? Nicht vergessen hier. Und so kriege ich eine Lebenserweiterung. Jetzt schon? Sofort? Okay. Ja, das DLC soll nämlich auch nicht so lang sein, weswegen das wahrscheinlich auch der Fall ist, da ich einfach sofort Sachen bekomme. So, und dahin da und dahin. Und runter. Okay. Ich bin wirklich gespannt, wie lang das DLC letztendlich ist. Das soll tatsächlich sehr, sehr kurz sein. Und für den Preis sollte sich das nicht gelohnt haben. Ich gucke erstmal. Auf jeden Fall, wir befinden uns jetzt quasi an Orten, wo wir schon mal gewesen sind. Ist jetzt eine Wiederverwurstung von Leveln, die jetzt nicht so toll sind, wie ich finde. Können wir zumindest denn die Sachen benutzen? Zumindest kann ich hier schon mal was lesen. Jetzt kriege ich gerade einen Anruf. Fantastisch. Leute, ich muss mal kurz unterbrechen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Zu Datentagebuch. Entrüsteter Arnold. Was denkt dieser Schwachkopf eigentlich? Er hält mich nicht nur für untauglich, sondern befiehlt mir auch noch, auf der Suche nach einem sicheren Zugang für den Rest der Abteilung durch diesen Schneesturm zu warten. Während er dort sitzt, riskiere ich hier draußen Kopf und Kragen. Aber natürlich, er ist im Dienst. Und obendrein gibt er mir, um den anderen seine Großzügigkeit zu demonstrieren, Großzügigkeit, eine ausgefranste Landkarte, die ich verstehen soll. Wie zum Henker soll ich damit klarkommen? Ich kann nicht mal einen Wasserfleck auf der Burg von Dracula selbst unterscheiden. Wenn ich zurückkomme, werde ich diesem Idioten meine Meinung sagen. Schön. Zu spät. Zu spät. Und das geht nicht mehr auf. Ich habe es mir fast gedacht, aber immerhin konnte ich was lesen. Es geht mir gerade mit der Musik ab. Gerade ein bisschen überdramatisch, würde ich fast schon behaupten. So, wo geht's eigentlich hin? Ich soll da wieder hin, laut dem Pfeil. Aber, was ist denn da hinten? Ich guck erstmal da hinten. Kann ich überhaupt da hin? Anscheinend schon so ein bisschen. Und, ja, sieht gut aus. Ja, hoch. Ich guck erstmal. Nein, du gehst erstmal schön hoch, da wo es nämlich auch damals hochging. Aber anscheinend gibt's ja nichts mehr für mich. Okay. Ja, dann dahin, dann da. Ah, da geht's hin, okay. Mal gucken, ob hier noch was Feines für mich ist. Irgendeine Erweiterung oder sowas. Ich weiß es ja nicht. War das eigentlich irgendeine Energie? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das halt so ein simples Ding ist, was man immer wieder benutzen kann. Aber na, gucken wir erstmal. So, kann ich jetzt auch wieder komplett mit Alucard durch die ganze Burg stapfen? Wenn ja, wäre das jetzt ein bisschen komisch. Ja, gucken wir erstmal. Mal wieder was Tolles zum Lesen. Die Mitglieder meiner Abteilung waren in Vorbereitung auf den Angriff einer
bei einer Erkundungstour außerhalb der Burg, als wir von einem schrecklichen Schneesturm überrascht wurden. Wir könnten die Zeit knapp werden. Was für ein toller deutscher Satz. Aus Angst, wir könnten festsitzen und die Zeit knapp werden, beschlossen wir, uns aufzuteilen, um nach einem Eingang zu suchen. Nach einer beschwerlichen Reise fand ich einen Gang, der in die Burg führt. Ich folgte ihm bis zu einem runden Vorraum mit einer merkwürdigen Vorrichtung in der Mitte und einer gewaltigen Metalltür. Ich stemmte mich dagegen, schlug darauf ein und rammte mein Schwert mit aller Kraft hinein. Die entsetzliche Kälte hatte die Angeln gefroren und die Tür zu einem unberührbaren Riesen gemacht. Okay. Ungerührten Riesen gemacht, okay. Der über meine Beharrlichkeit lacht. Ich werde diesen Bericht beenden, ein wenig ruhen und zu meinen Kameraden zurückkehren. Ich bin sicher, die stolze Tür wird so freundlich sein, nachzugeben, wenn sie mit unserem Keulen- und Rammböcken bearbeiten. Da fehlte ein mit von mir aus. So, kann ich das benutzen? Nein, ich habe es mir schon fast gedacht. Das Ganze ist so aufgebaut, dass es jetzt schon linear wird. Wahrscheinlich können wir nicht mehr... wahrscheinlich ist die Open World jetzt nur noch eine lineare Welt. Was ich auch durchaus bei solchen Spielen auch gut heißen kann. Weil irgendwie hat man das Open World bei Dracula, also jetzt hier, bei diesem Spiel, beim Hauptspiel nicht gefallen. Das habe ich ja schon mal ausgedrückt. Und ich finde auch, dass das Let's Play letztendlich kein gutes von mir war. Das lag zu einem am Spiel selber, zu einem aber auch, dass ich selber keinen Bock auf das Spiel letztendlich hatte. Das heißt, keinen Bock. Ich habe es ja trotzdem gespielt. Ich hätte es auch abbrechen können. Ja, es war halt so ein Spiel, was halt in Ordnung war letztendlich. War halt aber auch nur in Ordnung mit nichts Geniales. Aber was ich anfange, bringe ich meistens auch bis zum Schluss. Und, ja, außer Fez. Ne? Fez ist ein Ausnahmezustand, weil ich echt nicht weiß, weil es echt sehr kryptisch ist, das Spiel. Und da kann alles passieren. So, jetzt kommen wahrscheinlich Gegner. Ja. Und die haben wir schon mal gehabt. Ja, oh. Okay. Hallo, Kat kann die, Glacium-Klinge mit seinem Schwert darauf beschwören, um Leben auszusagen. Ja. Also, genau das gleiche wie bei Dracula. Ja. Ich habe jetzt monatelang nicht mehr gespielt. Ja, ja, ist ja gut. Mach ja schon. Es ist genau dasselbe Ding, was Dracula eigentlich kann. Ich hau jetzt ein bisschen kaputt. Was war das denn gerade? Ja, ja, ich habe ja schon kapiert. Kann mich mit ein bisschen mitteilen. Bin ja nicht blöd. Ist ein bisschen träger, oder? Hab ich fast das Gefühl. Ach, doof von mir. Alter. Ich könnte auch mal ein bisschen wieder perfekt abblocken, was ich damit getan habe. Kann ich hier wieder essen? Das wäre mal eine gute... Aua. Können wir hier ein bisschen heilen. Und wir müssen abblocken. Jetzt, wie lange willst du auch noch leben? Also ich kann ihn auch beißen. Okay. Oder auch nicht. Ich habe ihn nicht gebissen. Das nur... Ja, okay, okay. Also genau dasselbe wie dabei. Das kann ich in hier so Feines machen. Vampirische Kräfte, okay. Gibt es hier ein paar Sachen zu lesen, aber mache ich erstmal hier so einen Kram. Er hat wie einen eigenen Baum. Hat er wahrscheinlich auch nur diesen einen und nicht mehr, oder? Danach sieht es zumindest aus. Okay. Kaufe ich mir erstmal das Normale. Damit ich auch immer ein bisschen besser kämpfen kann an sich. Ich habe noch ein bisschen mehr zu verteilen. Wie viel kostest du denn? Genau das, was ich brauche, oder? Nee. Achso, das habe ich bereits, okay. Ja, das werde ich jetzt also wieder nicht vorlesen. Das muss ich kaufen. Dafür reicht es aber noch nicht. Dafür reicht es auch noch nicht. Dafür auch nicht. Wer hätte es gedacht? Das auch nicht. Okay. Das auch nicht. Okay. Das kann ich upgraden. Mach ich auch direkt mal. Und jetzt habe ich sowieso wahrscheinlich für nichts mehr Geld. Ja. Ich will zumindest gerade mal die Ausrufezeichen wegbringen, weil die gehen mir auf den Sack. So. Okay. Und da oben ist noch was. Woran ich jetzt gerade nicht rankomme? Doch. Ah, es kostet nur... Okay, ich... Ein Salto für 120 kann ich mir gerade auch noch holen. Okay. Vampirische Kräfte. So. Die
Glasschirmklinge oder Glasschirmklinge. Ich spreche es lieber mal Englisch aus. Glasschirmklinge. Geil. Greifst du bei gewählter... Achso, ich dachte, da kommt jetzt ein toller Satz über die tolle Klinge an sich. Aber es ist aber nur eine Erklärung. Schade. Fledermauswolke. Okay. Schade, ich dachte, wird jetzt nochmal so erzählt, wie schön, also, ja, ein bisschen schöner erklärt, wie das Ganze läuft. Aber nein. Oh, das waren gerade 500 Erfahrungspunkte. Ja, später. Später. Und... Dam. Und klick. Und klick. Und klick. Und das war's. Sehr schön. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich muss jetzt wahrscheinlich die Relikte an den Orten verstecken, wo wir sie im Spiel auch finden werden. Aber ich frage mich, warum nicht einfach vor den Sarg stellen, wo Dracula ist? Also ich meine, ist das nicht ein bisschen leichter? Ich meine, da findet er es doch wirklich dann auch direkt. Und da muss er nicht nochmal suchen gehen. Aber nein, das wäre zu leicht. Das wäre viel, viel zu leicht. So, hier muss ich hin. Darf ich wieder was bedienen? Okay. Ramm das Schwert unten in den Stein rein. Ich meine, ist schon ein komischer Mechanismus. Man könnte einfach mal einen Knopf drücken. Aber nein, hier muss das Schwert da unten reingerammt werden, wo unten der Mechanismus ist. Egal. Ist einfach ein schöner Mechanismus. So, und was gibt's hier Feines? Oh, ein Weg, der versperrt wird. Okay, nutze deine Zeitlosfähigkeit, um Objekte in die Vergangenheit zu versetzen. Okay. Okay. Verstehe. Ich habe 14 Sekunden Zeit, aber ich sehe mich erstmal hier um, bevor ich auch mal blind links reinlaufe. Das wäre ja noch schöner. Okay. Hier gibt's nichts. Er hat so einen Touch Prince of Persia, ne? So wie es mir gerade scheint. Wenn aber auch nur ein Touch. Oh, da war aber noch nicht, oder? Oh, der ist ja das Schwert. Ach nö. Warum denn? Puff. Ich habe eine Brücke zerstört. Ich bin ja so böse. Mein Gott. Das war mir gerade ein bisschen klischeehaft. Ich habe eine Brücke zerstört. Okay. Also sieht alles wie nach Puppenmacher aus, wo der gerade hingeht. Aber ich frage mich, warum das hier alles so asiatisch angehaucht ist. Meine Puppenmacher ist jetzt auch kein Asiate gewesen. Die spricht Talwolffähigkeit und weiter hinten weiter springen. Okay, was muss ich da? Schau kurz nach rechts. Okay. Ja klar, ich will mir erstmal umgucken hier. Wäre noch schöner, habe ich ja eben schon mal gesagt. Eta, da hinten ist was. Haha. Aber wie komme ich da hinten hin? Hm. Okay, so schon mal nicht. Aber komme ich denn da so hinten noch? Ja. Komme ich da mit dem Spektalbau vielleicht hingesprungen? Schaffe ich das? Warum denn nicht? Probieren wir erstmal. Oh, das war jetzt ein bisschen doof. Jumps! Ja! Das hat sogar funktioniert. Ich bin ja so klug. Und steigert sich auch sofort. Okay. Ja, ja, ich habe schon kapiert. Was gibt's denn da Feines? Ach, man hätte einfach so hingehen können. Okay, das wäre leichter gewesen. Definitiv. Aber mir egal. Komme ich da überhaupt wieder hoch? Ne, anscheinend nicht, ne? Oder doch? Guck mal. Ich hab schon kapiert, dass man Spektakel machen kann, Leute. Okay. Anscheinend schaffe ich das so nicht. Da frage ich mich, wofür der Gang überhaupt da ist. Naja. Juhu. Alles klar. Geht der kaputt? Ja, da. Das Lichtchen. Ich treffe zumindest nicht.
Okay, geht nicht. Ja, ich glaube, wie oft soll ich das noch sagen? Wir wissen ja, dass Alucard völlig schutzlos ist, wenn er... Ach so, okay, verstehe. Das heißt, wenn ich da gerade rumlaufe, passiert noch was um mich herum. Das wäre nicht so gut. Okay. Oh, ich kann hier hoch. Ich gehe erstmal hier entlang. Lass mich reiten, das ist sogar noch der richtige Weg. Anscheinend schon, laut Pfeil, hm? Ich komme wahrscheinlich hier sowieso nicht so rein. Nein. Komm, lass mich reiten, wenn ich runterspringe, bin ich tot? Ach nee, unsichtbare Wand. Okay. Das ist noch simpler. Okay. Nein, das hat sich jetzt aber gelohnt. Da. Fein, fein. Okay. Ich finde schon fast, dass das Spielen mit Alucard fast schon mehr Spaß macht als mit Dracula. Naja. Wohin? Ach da, da war ja was. Okay. Und was Feines zum Lesen. Und was steht da jetzt wieder? Sir Francis Einladung. Unter dem Schnee fand ich eine Einladung, die einem alten Besucher der Burg gehört haben könnte. Auf goldenem Papier steht dort mit leuchtender Tinte geschrieben: Willkommen im wundervollen Gästehaus des Puppemachers. Verbringe eine unvergessliche Nacht mit den exotischen Wesen. Exotischsten Wesen. Sieh dir unsere Jonglier-Vorführung mit Schilden und Messern an. Lass dir einzigartige Speisen aus köstlichen Manticore-Drüsen schmecken. Bäh. Klingt ein bisschen ekelhaft. Tanze bis zum Morgengrauen in unserem Stachelraum. Warte nicht länger und tritt gleich ein. Ich tritt ja gar nicht sonst wohin. Das ist das Einzige, wo ich ihn trete. Okay. Ich dachte, ich könnte noch irgendwie lustigerweise das Ding noch zum Glocken bringen. Zum Läuten bringen, aber nö. Was nu? Ach, da muss ich hin. Okay, verstehe. Dahin, dann dahin. Und, okay. Das ist einfach mal so ein Loch im Ohr. Was hat er gerade gepoltert? Ich war das nicht. Bestimmt nicht. Nein, 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 nein. Oh. Sieht ein bisschen nach einer Challenge aus. Gucken wir erstmal. Ja. Ich verstehe. Okay, okay. So. Hat's gerade nicht funktioniert. Hä? Und deswegen schaffe ich es einfach so? Das war das denn, bitteschön. Ich will das normal machen, bitte. Ich darf nicht. Also ich hab's nicht geschafft und hab's trotzdem geschafft. What? Das macht jetzt für mich keinen Sinn, aber ist in Ordnung. Ach so, das war eigentlich nur so eine Überbrückung quasi von zeitlichen. Ich probiere es gerade nochmal. So. Spektralwolf. Und durch. Das war jetzt eigentlich... Okay, ich wusste nicht, dass das noch mehr Butter kommt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es nur einmal kommt. Okay, dann machen wir was. Willst du das jetzt schaffen? Das gibt's doch wohl nicht. Ja, ich kenne das. Kann ich es abbrechen? Nein, noch nicht. Okay. Oh, geschafft. Juhu. Ja, ich habe dafür einen Heiltrank bekommen. Ein Puppenmacher ist wieder da. Oh. Sieht schön aus da unten. Und einen schönen Stuhl hier. Den ich einmal schon kaputt mache, um Erfahrungspunkte zu bekommen. Aber nichts ist drin. Hier auch nicht. Na egal. Sieht wieder schön ist zum Lesen. Endlich in Sicherheit. Ich bin nicht ganz sicher, wie ich es geschafft habe, lebend aus dem letzten Durchgang zu kommen. Sollte mir diese neue, leichte Rüstung an meinen Körper Glück gebracht haben, dieser Raum ähnelt eigentlich sehr einem Ballsaal. Von hier aus kann ich nicht richtig erkennen, was sich in der Mitte des Raumes befindet. Vielleicht ein moderner Musikapparat zur abendlichen Unterhaltung, doch er scheint in schlechtem Zustand zu sein. Wäre ich geschickt genug, ihn zu reparieren?
Meine Liebste, ich wünschte, du wärst hier, um wieder mit mir zu tanzen. Verfluchter Krieg. Und verfluchter Schild. Schild? Ich habe ihn einer der... Verfluchter Schild? Ich habe ihn einer der Stauen... Weiß nicht, Statuen abgenommen. Doch bestimmt ist es zwecklos, ihn mitzunehmen, denn gegen die Fallen wird er nichts ausrichten können. Ich will einen Augenblick ruhen, um den nächsten Schritt zu planen und meine Wunden zu versorgen. Ich glaube, ich wurde von einem der Stachel getroffen und ich habe nicht mehr viel Salbe. Doch ich werde überleben und ich werde nach Hause zurück telefonieren. Das war, ich weiß, zurückkehren. Um mit dir zu tanzen, meine Liebste. Nur, ich wusste gerade... das gerade machen. Ah, hier kann man, konnte man, glaube ich, lesen, ne? Ah, da. Gut. Aber es noch im nächsten Part. Ich werde das mal alles anklicken, damit es auch weg ist. So, Wolfsherz. Oh, ganz viel Kram hier noch zum Lesen. Und die Karte ist auch wieder nutzlos. Ey, die Karte ist echt das Nutzloseste im ganzen Spiel, würde ich fast schon behaupten. Zeitlosvision, bla bla bla, Spektralwolf ist mir auch klar. So. Was gab es denn da hinten nochmal? Hier gibt es nichts mehr zum Lesen. Okay. Dann machen wir noch ein bisschen und dann beenden wir ein paar, obwohl, wenn ich da runtergehe, sieht man schon fast nach einem Kampf aus. Nein, dann stelle ich mich hier hin und dann beenden wir den Part mal diesmal etwas früher wahrscheinlich. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Customer House of Shadow 2, mit dem DLC Revelations mit Mirabel 4. Tschüss!